Letzte Woche explodierte ein Sprengsatz vor der US-Botschaft in La Paz, Bolivien. Zwei Marine-Botschaftswachen wurden verletzt. Zwei Tage später lieferte uns ein CIA-Informant in Bolivien diese Bilder. Unsere Analysten haben den Mann auf den Fotos als DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval identifiziert. Einen Freund von mir. Er untersuchte die letzten 6 Jahre die dortige Kokainproduktion. So viel wir wissen, war Sandoval das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe in der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist die Gruppe, die für das Attentat...
der tote Agent. Kannten Sie ihn? Er war ein Freund von mir. Das tut mir sehr leid. So ist der Job eben, aber das macht es auch nicht leichter. Nein, stimmt. Sie sind wohl schon länger hier. Ich lebe als Karen Bowman, die Entwicklungshelferin, mittlerweile seit etwa 5 Jahren hier. Ist ein hartes Leben, aber undercover komme ich ganz gut klar. Wenigstens haben Sie einen Heli. Wie bist du ins Land gekommen? In der Business Class von Manaus. Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Hab extra bis Villazón durchgesoffen, damit man mich in Ruhe lässt auf der Fahrt. Das erklärt, warum du so stinkst. Einige Gerüchte über euch. Ich war noch als Frischling in Moskau stationiert, als der Coup abging. Es hieß, ihr wärt beteiligt gewesen. Bestimmt jemand anders. Wir waren nie da. Naja, man trifft nicht jeden Tag eine lebende Legende. Sagen Sie das mal meinem Kind. Vielleicht bringt es ihn. Jetzt geht's rund, Leute. Setzt euer Pokerface auf. Ich kann nicht sagen, dass ich gern mit Pakatari und seinen Rebellen zusammenarbeite. Diese Ideologie führt doch nur zu noch mehr Toten. Was hältst du von der Operation, Nomad? Unterm Strich ist das ein Vergeltungseinsatz. Beeilen wir uns damit, bevor wir zwischen die lokale Politik und den Kugelhagel des Kartells geraten. Erstes Ziel, den Santa Blanca-Leutnant schnappen, damit wir Amaru finden können. Hua! Haltet die Waffen unten. Wir wollen die Leute für uns gewinnen. Drohne fliegt.
Shit werden, Gesellschaft. Da ist ein Tango, Zivilisten aber auch. Geh in Position. Bin schussbereit. Fuck, greife an. Wir haben ihren Amigo gefunden, nicht? Geschafft. Alle noch ganz? Schnallen, Leute. Geh schon, ich komm nach. Es hora de relajarse. Es hora de dejarse consentir. Es hora de sentir la naturaleza y vivir los encantos del paraíso en la tierra. Hey, ¿qué pasa? Was haben ustedes? Litten die Menschen unter dem zerstörerischen Waldbrand? Dann mussten sie erdulden, dass die Regierung sie ignorierte. Als niemand ihnen helfen wollte, war Santa Blanca für sie da. Warum sind wir so wohltätig? Hilft es dem Kartell unter dem Strich, wenn es Geld und Mühen für die Armen aufwendet, die es nötig haben? Natürlich nicht. Herr sagt, so wie du meinen Brüdern beigestanden hast, so hast du auch mir beigestanden. Daran glaubt Santa Blanca. Und als Diener Gottes weiß Santa Blanca, dass wir eine Welt erschaffen können, in der wir alle leben wollen. Wir geben Arbeitskraft und Santa Blanca gibt sie an Bolivien zurück. Viene por la noche y hace mucho viento. Ten cuidado si viaja al...
Ich gehe in Position. Kann loslegen. Hab ihn, er ist tot. Verschrecken wir das Ziel nicht. Schalldämpfer drauf. Wir haben Gegner in der Nähe. Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Er kennt Amarus Aufenthaltsort. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Geh in Position. Bin schussbereit. Eröffne Feuer. Hab ihn. Sauber. Alles Paletti? Feindaktivität. Es ist alles gut. Die Kugel ist an ihm vorbeigerauscht. Er ist jetzt wach.
Verfickte Scheiße! Nähe Position. Bereit, auf deinen Befehl. Ich schieße auf die Ärsche. Ich gehe in Position. Kann loslegen. Tango getötet. Hier drüben alles sauber. Pass, 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 bis! Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Pinche cabrón! Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieß dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar. Er ist auf der Radolio-Farm. Nur zu. Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Beeilen wir uns, Leute. Amaru ist ein alter Mann. Der hält der Folter nicht lange stand. Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn... Das Kartell hat einen Rebellenführer namens Amaru geschnappt. Verhören Sie einen Santa Blanca-Leutnant nach Amarus Standort und dann befreien Sie ihn. Leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Los. Das Kartell wartet nicht, bis wir Amaru aufgespürt und gerettet haben.
Uniform. Denkt dran, viele dieser Sicarios sind Ex-Soldaten. Checkt eure Ziele. Wenn Amaru von einem Querschläger getötet wird, ist Operation Kingslayer gescheitert, bevor sie angefangen hat. Los geht's. Ich sehe noch einen Tango. Tango Nummer 3. Ziel markiert. Behalte sein Umfeld im Auge. Runter, bevor sie dich sehen. Die wissen von uns. Was soll der Scheiß in Deckung? Erledigt. Alles sauber. Entiendan, carajo. Agarraron a la persona que no debían. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias. Alguien ayúdeme a salir de aquí. Todos los santos van a venir a ayudarme. Tengo que convencer a estos cabrones que les sirvo más libre. ¿Sind Sie Amaru? Das, was von ihm übrig ist. Kommen Sie, wir bringen Sie hier raus. Ich mach das, ich fliege. Hey, ¿cómo anda? Na los, na los. Wo bringt ihr mich hin? Zu ihren Freunden. Entonces Pacatari hat also einen Handel mit den malditos extranjeros geschlossen, dieser Narr. Klären Sie das unter sich.
Das war's. Hier ist eine Waffenkiste. Alles okay? Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aucas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht... Heißen die beiden Juri und Polito? Sie, Juri, Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Wenyu ihn verhört hat. Ich will sie, klar?